Ich muss zugeben, ich bin handwerklich eigentlich nicht so begabt. Also die meiste Zeit sitze ich ja am Computer, deswegen bin ich auch körperliche Arbeit nicht so richtig gewohnt. Aber gerade deswegen freue ich mich besonders auf den heutigen Tag, denn ich darf heute Maler und Lackierer bei ihrer Arbeit begleiten und als Praktikant direkt selber mit anpacken. Dieses Video wird von Deine Zukunft ist bunt unterstützt. Das ist eine Initiative von Brillux, um mehr junge Menschen für eine Ausbildung im Malerhandwerk zu begeistern. Denn wie in fast allen Handwerksberufen wird auch hier dringend Nachwuchs gesucht. Warum das so ist, dass immer weniger junge Menschen eine Ausbildung in dem Bereich machen wollen und wie der Job des Maler und Lackierers wirklich aussieht, das will ich heute herausfinden. Für mein Praktikum bin ich heute in Berlin. Holger, der Chef des Betriebs, gibt mir meine Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe und dann geht es auch schon ins Lager, denn wir haben heute eine Menge vor. Stefan? Hallo. Stefan Kehl, Lehrlingsquart. Hallöchen. Das ist der Tekin, unser Lehrling. Hallo Tekin. Und das ist Felix, der begleitet uns heute als Praktikant. Gib dir Mühe. Bin gespannt. Und gut, wir werden jetzt das Material ausladen und dann ins Auto packen. Das geht ja schon gut los. Wunderbar. Na dann. Bei uns läuft immer Schlagerradio, nicht wundern. Ja. Aber Leute, ist unter Malern so. Ja, geil. Da hast du kein Problem mit dann mit Schlager? Das ist Geschmackssache. Wie lange seid ihr beiden jetzt schon dabei? Also wie lange seid ihr schon Maler? Oder du bist in der Ausbildung, ne? Ich bin in der Ausbildung, im zweiten Lehrjahr. Ja. Nach dem Sommer fängt dann das dritte Lehrjahr an. Ah, okay. Ja, zu meiner Person, also ich bin jetzt 15 Jahre lang in der Firma, habe damals hier gelernt und kümmere mich jetzt um die Auszubildenden, um die Baustellen. Und um das Wohl der Firma, sage ich mal. Ja, okay. Was würdet ihr denn sagen, was ist eigentlich so der genaue Job des Maler und Lackierers? Ist so vielseitig, von Tapete kleben bis streichen, bis maschinellen Arbeiten, Lackarbeiten, Türen, Altbautüren, Neubautüren. Das ist die typische Malerarbeit. Der Maler macht die Welt bunter, das kann man sagen. Und warum hast du dich jetzt zum Beispiel für einen handwerklichen Job und gegen einen klassischen Bürojob entschieden? Ich habe mir schon damals beim Renovieren Boden verlegt, Wände gestrichen und alles, was dazu gehört, Möbel aufbauen. So kam es dann auch, dass ich dann zum Handwerk gekommen bin. Aber sonst ein Bürojob würde nicht in Frage kommen. Als erstes fahren wir zur Geschäftsstelle von Hertha BSC Berlin. Die wird nämlich gerade renoviert. Angekommen muss erstmal das Material entladen werden. Das ist hier unser Objekt heute, die Wand werden wir abkleben, abdecken und grundieren und streichen. Das werdet ihr beide machen. Es gibt ja auch das Vorurteil, dass Handwerker irgendwie nur mit dem Körper arbeiten können und nicht mit dem Kopf. Was würdet ihr dazu sagen? Als Geselle muss man ja trotz alledem die Materialien irgendwo planen. Wie viel brauche ich für die Wände, wie Quadratmeter ausrechnen und. Letztendlich dieses Vorurteil, alle können Maler werden, können wir heute an dir sehen, ob du es kannst oder nicht. Also von daher gucken wir mal. Okay. Aber erstmal geht's ans Abkleben. Der Boden, die Steckdosen und die offene Steinwand müssen abgedeckt werden, damit sie keine Farbe abbekommen. Ziehen wir einfach nur einmal runter. Jawohl. Ja, das war der erste so, Fail. Ungefähr. Hält irgendwie nicht so richtig geil. Ja, deswegen sage ich ja, nicht jeder kann Maler werden. So, wir brauchen einmal die Grundierung und deinen leeren Eimer. Davon kippst du dir ein bisschen hier rein. Wie viel ist ein bisschen? Ich sag schon Stopp. Okay. Kann man damit auch tauchen gehen? Damit kann man auch tauchen gehen, ja, oder Skifahren ist auch möglich. Eine ganz dumme Frage, wofür macht man überhaupt eine Grundierung? Wenn man jetzt grundiert, ist halt eine bessere Haftung da und es ist auch ein gleichmäßiges Ergebnis danach. Sieht dann einfach schön aus. Und hast du schon mal gestrichen oder noch nie? Hast du schon ein bisschen Erfahrung gesammelt? Also ich habe natürlich schon mal irgendwie so mein WG-Zimmer damals irgendwie gestrichen oder irgendwie mein Kinderzimmer oder so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da besonders gut drin war. Also erkennst du, ob das jetzt ein Maler gestrichen hat oder irgendwer so ein Laie? Ich erkenne es ja bei mir auch in der Wohnung selber. Als wir gestrichen haben vor ein paar Jahren, sind die bald Fehlstellen. Und da fängt es ja schon an, dass man dann eine Farbe holt, die nicht gut ist, für 15 Euro 20 Liter. So, das ist ja nicht mal preiswert, da kann man keine guten Ergebnisse herausziehen.
Okay, jetzt kommt endlich der spannende Teil. Die Farbe soll auf die Wand gestrichen werden. Und wenn ich Stopp sage, dann lässt er von unten los. Aber von ich werde hier alles versauen, glaube ich. Aber von oben nicht. Okay. Okay, das wird reichen. Tunkst in die Farbe ein, rollst am Boden so entlang. Okay. Fragen? Nee, ich kann es ja mal machen und du sagst mir was. Hier einfach das Gleiche, einmal nur so drumherum. Okay. Okay? Ja. So, erstmal. Ja. Oder war das jetzt zu viel Farbe hier? Nee, ist gut. Jetzt kommt der Meister. Aber echt. Oh, weia. Ohne Handschuhe. Einfach in die Ecke. Kommt jetzt das Talent. Ja, und da eine ruhige Hand zu besitzen, wäre schon vom Vorteil auf jeden Fall. Ja, mach ruhig gerade den Pinsel, genau. Ja, ja, genau so. Ja, das sollte die Kunst sein, probieren, nicht die Decke zu versauen. Ja, sieht bei euch schon ein bisschen geiler aus, muss man sagen. Übernehme ich kurz. Ja, besser du mal meine Fehler aus. Eintauchen, oben ansetzen. Und ja, da ansetzen, genau. Und jetzt hoch und runter rollen. Also wenn du das machst, sieht das so super leicht aus. Das geht so super schnell. Wenn ich es selber mache, sieht es so. Naja. Naja. Verbesserungsfähig aus. Ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Aber vielleicht kriegen wir das noch hin, dass wir dir das beibringen. Eine Sache, die man denkt vielleicht, wenn man ans Handwerk denkt, ist ja auch, dass man sich körperlich total kaputt macht. Wir sind hier auf der Baustelle, also wir sind handwerklich, klar, es ist körperlich, deswegen machen wir ja den Beruf auch, weil wir uns halt bewegen wollen. Wir haben eine Telestange, um Höhen zu streichen, ohne dass ich irgendwo raufklettern muss und mich strecken muss oder mich in Gefahr gebe. Super, normalerweise dauert so eine Wand 15 Minuten. Wir haben's. Wie lange haben wir gebraucht? 2 Stunden. Ja gut. Also wir haben zwar so ein paar Kleinigkeiten in den Ecken, Bereichen, aber ansonsten von der Fläche sieht es ja schon gar nicht mal so verkehrt aus. Ne, 3. Das ist ja voll in Ordnung. Bei der ersten Baustelle sind wir mit unserer Arbeit fertig. Jetzt machen wir erstmal Mittagspause. Nach der Arbeit habe ich auch echt mega Hunger. So eine Frage, die sich ja auch immer jeder stellt, ist, wie sieht das mit dem Gehalt aus? Also wie viel verdient man so als Maler und Lackierer? Letztendlich als Maler und Lackierer bist du mittlerweile in einem Lohn schon sehr hoch. Ich glaube, im Auszubildendengehalt bist du jetzt im ersten Layer bei 680 Euro brutto. Und im dritten Layer bist du schon bei 950, so in dem Dreh. Ja, mittlerweile sind da die Preise schon, oder die Löhne extrem gestiegen. In der Zukunft, also wenn er jetzt in einem Jahr ausgelernt hat, fängt er bei mindestens 13,50 Euro gesetzlich an. Das bedeutet, er hat am Ende so circa 2.300 Euro brutto, was heutzutage ja schon jede Menge Geld ist. Du kannst ja heutzutage dich weiterbilden und entwickeln. Du kannst deinen Meister machen, du kannst einen Techniker machen, du kannst deinen Betriebswirt im Handwerk machen, du kannst über die Produktionsfirmen gehen und da gefordert werden, wenn du in eine kaufmännische Richtung gehen willst. Als Maler stehen dir alle Wege offen. Und Handwerker sind halt immer gefragt und in der Zukunft erst recht. Die Medien, glaube ich, haben das sehr groß verteilt, dass es dreckig ist und kräftezehrend ist. Ich glaube, heutzutage ist es gar nicht mehr so, weil dadurch, dass alles moderner wird, wird es ja alles leichter. Und das ist ein falsches Bild, definitiv. Ist das ein Beruf, der nicht so angesehen ist? Das Problem ist, dass heutzutage keiner mehr was bezahlen will dafür. Ja, wenn ich zu dir komme und sage, ich nehme 45 Euro die Stunde, sagst du zu mir, oh, aber ist ja ganz schön viel. Gehst du aber dein Auto reparieren und gehst in eine Fachwerkstatt und der sagt 60 bis 90 Euro die Stunde, achtest du ja gar nicht darauf, was der da überhaupt macht, sondern du willst das repariert haben. Und der Handwerker selber wird ja komplett unterschätzt. Für unseren nächsten Auftrag fahren wir zu einem Tattoo-Studio. Die Eingangstür ist echt in die Jahre gekommen. Teilweise splittert schon die Farbe ab. Wir sollen den Lack erneuern. Jetzt gehen wir mal in die Lackierkunst ein. Hier werden wir eine schöne Pinsellackierung machen. Ja. Probieren, die Scheibe sauber zu lassen. Ja, die größte Kunst.
Ja, den Rest wird dir Kadir zeigen, wie es funktioniert. Gekratzt werden alle Stellen, die aufgeplatzt sind. Hast du ja gerade gesehen, die? Dann viel erklären muss ich dann, oder? Ruhig ein bisschen mit Kraft, wir sind auf der Baustelle. Ich muss zugeben, den Lack abzukratzen macht echt Spaß. Okay, der nächste Arbeitsschritt, die Tür schleifen. Wir wollen die Fläche jetzt hier anrauen. Ich probier's mal und du sagst aber mir. Aber kreisen in die Bewegung bekommst halt Kanten besser weg. Okay. Es geht nur darum, dass die Kanten gebrochen sind. Der Rest wird gespachtelt, da müssen wir eh noch mal ein bisschen nachschleifen. Von daher völlig ausreichend. Jetzt wird gespachtelt mit einem schnelltrocknenden Zwei-Komponenten-Spachtel, der innerhalb von 5 Minuten trocken ist. Ich muss mich also echt beeilen. Ja, ist das nicht jetzt schon kacke eigentlich? Oder da und hier ein bisschen. Man muss es von unten abziehen. Und wie ist denn Fazit beim Spachteln? Zu schwer hier, irgendwie zu kompliziert. Kann man gar nicht klar. Ich wusste es nie perfekt hinbekommen. Ja, man muss immer ein bisschen nachschleifen, aber am besten so glatt wie möglich ziehen, was natürlich, wie du gemerkt hast, nicht einfach ist. Jetzt werden wir die Tür streichen mit dem Vorlack, mit einem Allgrund. Ganz einfach mit dem Pinsel werden wir die Tür lackieren. Das ist jetzt quasi ein Vorstrich für die Spachtelstellen und damit wir die Stellen schon mal weiß vorgestrichen haben, damit der Endlack besser deckt. Genau, guck mal, da geht's. Ja, sehr gut. Wie nehme ich den in die Hand? Ist egal. Wie in den Stift halten ist eigentlich am allerbesten. Ja. Aber nicht zu viele Fenster. Das ist ein bisschen zu viel Farbe, oder? Man kann die nehmen, indem man den Pinsel dreht. Indem du den so wegdrehst, kannst du ihn weiterleiten. Ein bisschen weniger Druck. Dann schneller führen. Genau, perfekt. Zufrieden? Für mich sieht es auf jeden Fall weiß und ordentlich sehr aus. Sehr gut. Wichtig ist, dass der Kunde zufrieden ist. Und dann. So, das war's dann. Ja, damit sind wir fertig für heute. So, zurück zur Firma, ne? Sofort. Ah. Cool, dann vielen Dank, dass ich euch heute begleiten Gerne. Durfte. Vielen Dank, dass Danke du bei uns warst, dass du uns geholfen hast. Und wir hoffen, wir konnten dir einen kleinen Einblick bringen in die Welt der Farben. Das war auf jeden Fall ein ganz schön anstrengender Tag, aber wir haben ja auch echt richtig was geschafft. An dem Beruf finde ich besonders cool, dass man so ein richtiges Ergebnis hat, so am Ende des Arbeitstags. Und das ist auf jeden Fall nicht bei jedem Beruf so. Und natürlich lief bei mir jetzt noch nicht alles perfekt, aber dafür gibt es eben Profis und die können es dann halt doch ein bisschen besser als ich. Wenn ihr euch jetzt denkt, dass der Beruf vielleicht etwas für euch sein könnte, dann schaut doch mal bei Deine Zukunft ist bunt vorbei. Da erfahrt ihr alles, was ihr über die Ausbildung wissen müsst und findet auch Betriebe direkt in eurer Nähe. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Könntet ihr euch vorstellen, im Handwerk zu arbeiten? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich war schon einmal einen Tag als Restaurator, da ging es auch so ein bisschen um Farbe. Das Video dazu findet ihr hier. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!